Hallo, meine Damen und Herren. Auf der letzten Folie zur Kostenträgerstückrechnung möchte ich Ihnen die Ermittlung der Selbstkosten der Kostenträgerstückrechnung darstellen. Mit dem Kürzel ME ist immer eine Mengeneinheit gemeint. Zunächst werden zu den Materialeinzelkosten pro Mengeneinheit die Materialgemeinkosten pro Mengeneinheit addiert, was zusammen die Materialkosten pro Mengeneinheit ergibt. Fertigungseinzelkosten plus Fertigungsgemeinkosten pro Mengeneinheit ergeben die Fertigungskosten pro Mengeneinheit. Materialkosten und Fertigungskosten pro Mengeneinheit addiert ergeben die Herstellkosten pro Mengeneinheit. Addiert man zu diesen Herstellkosten pro Mengeneinheit noch die Vertriebsgemeinkosten sowie die Verwaltungsgemeinkosten pro Mengeneinheit, ergeben sich die Selbstkosten pro Mengeneinheit. Fällt Ihnen der Unterschied zur Ermittlung der Selbstkosten in der Kostenträgerzeitrechnung, die wir schon besprochen hatten, auf? Richtig. Bei der Kostenträgerstückrechnung werden keine Bestandsveränderungen berücksichtigt. Dies macht auch Sinn, denn wenn ich nur eine Mengeneinheit betrachte, habe ich sie oder ich habe sie nicht. Eine Bestandsveränderung kann also bei der Betrachtung einer einzelnen Mengeneinheit gar nicht vorkommen, sondern nur dann, wenn eine Betrachtung über einen Zeitraum wie in der Kostenträgerzeitrechnung stattfindet. Wie angekündigt, werden wir nun noch zwei Verfahren zur Kostenträgerzeitrechnung betrachten. Ein Verfahren nennt sich Gesamtkostenverfahren, das andere Verfahren ist das Umsatzkostenverfahren. Beim Gesamtkostenverfahren werden die gesamten Kosten einer Periode, deswegen heißt das Verfahren auch Gesamtkostenverfahren, den gesamten betrieblichen Erträgen derselben Periode gegenübergestellt. Bei diesen Verfahren müssen nun aber Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen unbedingt mit berücksichtigt werden. Hintergrund ist, dass natürlich Kosten für Produkte in einer Periode entstanden sein können, die in dieser Periode zu keinen Erträgen in Form von Umsatz geführt haben. Die hergestellten Produkte können ja auch gelagert werden oder in Form von aktivierten Eigenleistungen selbst genutzt werden. Ebenso ist es möglich, dass in einer Periode mehr umgesetzt wird, als tatsächlich erzeugt wurde. So kann es durchaus vorkommen, dass 1000 Stück verkauft wurden, obwohl nur 800 Stück produziert wurden. Die gesamten Kosten der Periode spiegeln dann natürlich nur die Produktion von 800 Stück wider. Aus diesem Grund müssen die aus dem Lagerbestand verkauften 200 Einheiten in Form von bewerteten Bestandsveränderungen im Gesamtkostenverfahren auch ihre Berücksichtigung finden. Das Umsatzkostenverfahren geht hier grundsätzlich anders vor. Er stellt die Herstellkosten des Umsatzes einer Periode mit dem Umsatz einer Periode ins Verhältnis. Das heißt, rein mengenmäßig betrachtet, stimmen die verglichenen Werte überein. Da nun aber bisher nur die Herstellkosten betrachtet wurden, müssen also noch Vertriebskosten, Verwaltungskosten sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ihre Berücksichtigung finden. Beide Verfahren führen grundsätzlich zum selben Betriebsergebnis. An dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht, wozu benötigt man zwei verschiedene Verfahren, wenn sie doch zum selben Ergebnis führen? Die Antwort liegt in der unterschiedlichen Aussagefähigkeit beider Verfahren. Das Gesamtkostenverfahren ist gut geeignet, wenn ich nur das Betriebsergebnis eines Gesamtunternehmens kennen möchte. Wesentlich differenzierter ist allerdings das Umsatzkostenverfahren, da es die Möglichkeit bietet, produktbezogen den Ertrag der wirtschaftlichen Bemühungen nachzuvollziehen. Diesen Vorteil erkauft sich das Umsatzkostenverfahren mit der Notwendigkeit eines anspruchsvollen Kostenrechnungssystems, wie wir später sehen werden. Wenden wir nun beispielhaft beide Verfahren an. Gehen wir davon aus, wir setzen eine Menge von 1000 Stück ab und haben in derselben Periode aber 1200 Stück produziert. Daraus folgt eine Bestandserhöhung von 200 Stück.
Nehmen wir weiter an, der Verkaufspreis pro Stück läge bei 160 Euro, die Herstellkosten bei 100 Euro pro Stück. Beim Gesamtkostenverfahren ergeben sich somit Verkaufserlöse von 160.000 Euro, nämlich 1.000 Stück mal 160 Euro pro Stück. Zum Verkaufserlös, der aus 1.000 Stück resultiert, ist eine Bestandserhöhung von 20.000 Euro, nämlich 200 Stück mal 100 Euro pro Stück, zu addieren. Hierdurch haben wir also auf unserer Erlösseite eine Menge von 1.200 Stück betrachtet. Wir hätten gesehen, dass beim Gesamtkostenverfahren die gesamten Kosten der Periode betrachtet werden müssen. Diese setzen sich aus den Herstellkosten der Periode, 120.000 Euro für die produzierte Menge von 1.200 Stück, und den Verwaltungs- und Vertriebskosten der Periode, 32.000 Euro, zusammen. In unserem Beispiel in Summe also 152.000 Euro. Diese Gesamtkosten ziehen wir nun von der Summe der Verkaufserlöse und Bestandserhöhungen ab und kommen somit zu einem Betriebsergebnis oder Leistungserfolg von 28.000 Euro. Mengenmäßig haben wir also die Erträge aus 1.200 Stück den Kosten für 1.200 Stück gegenübergestellt. So wie es sein soll. Schauen wir uns nun das Umsatzkostenverfahren an. Auch hier haben wir natürlich die Verkaufserlöse von 160.000 Euro, nämlich 1.000 abgesetzte Stück mal 160 Euro pro Stück. Doch nun ziehen wir die Herstellkosten des Umsatzes, also 1.000 mal 100 Euro pro Stück ab, also 100.000 Euro. Wenn wir jetzt noch die Verwaltungs- und Vertriebskosten der Periode in Höhe von 32.000 Euro abziehen, so erhalten wir wieder den Leistungserfolg von 28.000 Euro. Im Umsatzkostenverfahren haben wir nun sowohl bei den Erträgen wie bei den Kosten mengenmäßig nur die 1.000 Stück, die verkauft wurden, betrachtet. Abschließend seien noch einmal die zwei Begriffe Gesamtkosten der Periode und Selbstkosten des Umsatzes an diesem Beispiel dargestellt. Die Gesamtkosten der Periode, die beim Gesamtkostenverfahren eingesetzt werden, setzen sich aus den Herstellkosten der Periode und den Verwaltungs- und Vertriebskosten der Periode zusammen. Die Selbstkosten des Umsatzes, die im Umsatzkostenverfahren relevant sind, setzen sich aus den Herstellkosten des Umsatzes und den Verwaltungs- und Vertriebskosten der Periode zusammen. Kommen wir zum Abschluss des Vergleichs zwischen dem Gesamtkostenverfahren und dem Umsatzkostenverfahren noch einmal dazu, die Vor- und Nachteile des jeweiligen Verfahrens anzuschauen. Vorteile des Gesamtkostenverfahrens ist der sehr einfache Aufbau. Weiterhin ist es durchaus möglich, das Gesamtkostenverfahren anzuwenden, wenn weder Kostenstellen noch Kostenträgerrechnung gebildet wurden. Man kann es auch aus den Daten der Finanzbuchhaltung einfach aufbauen. Allerdings, und das ist ein Nachteil, funktioniert es nur dann, wenn die Bestände aufgenommen worden sind. Denn man benötigt zur Durchführung des Gesamtkostenverfahrens Kenntnis über die Bestandsveränderungen. Die Vorteile des Umsatzkostenverfahrens sind, dass man, wie schon mehrfach betont, die Erfolge einzelner Erzeugnisgruppen leicht feststellen kann. Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass durch die Gegenüberstellung von Umsatzgrößen und die Herstellkosten des Umsatzes keine Bestandsaufnahme notwendig ist. Ein Nachteil des Umsatzkostenverfahrens ist die Tatsache, dass es aufwendiger im Aufbau und in der Durchführung ist. Ohne eine differenzierte Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung ist eine sinnvolle und praktische Durchführung des Umsatzkostenverfahrens nicht möglich. Damit sind wir schon am Ende dieses Screencasts angekommen und auch am Ende unserer Kostenträgerrechnung. In den weiteren Screencasts werden wir uns mit der Krönung der Kostenrechnung, nämlich der Teilkostenrechnung, beschäftigen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen hohen Wirkungsgrad beim Lernen. Tschüss! Oh!